Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Und heute spiele ich mal mit dem Erbsenagent. Ist im Moment so meine Lieblingsklasse, kann ich schon fast sagen. Obwohl sie halt noch auf Garden Warfare 1 ist. Da habe ich auch schon hier den ersten Kill, aber leider wieder keinen Erstschlag, ey. Der hat im gleichen Moment, wie ich den Kill gemacht. Ey, da hat schon wieder jemand eine Ziege. Und Ziegen sind richtig nice. Ich glaube, ich nehme erst die Ziege und dann. Oh, der ist noch gekommen. Ich habe übrigens hier den legendären Hut auf, den ich jetzt gezogen habe. Ich werde erst die Ziege nehmen und dann den Strunk, glaube ich. Aber ich muss ja jetzt erst noch zwei andere Aufgaben machen bei den Zwergenprüfungen. Und ja. Hier ist noch ein Freund gejoint. Der hat hier auch gerade den Kill gemacht. Aber ich habe ja gemeinsamen Abschluss bekommen. Ist ja schon ganz gut, aber ich glaube, jetzt bin ich auch tot. Ja. Aber erster Platz hier, obwohl ich keinen Erstschlag habe. Mein Freund ist, glaube ich, den habe ich eingeladen, als wir der Spukkürbis gespielt haben. Und da hat er ziemlich gut gespielt, glaube ich, und habe ich den eingeladen. Was heißt eingeladen? Ich habe ihm eine Anfrage gestellt, genau. Also Leute, ich habe 150 Abonnenten. Wollt ihr da irgendein Special sehen? Bestimmt. Jetzt ist nur noch die Frage, was? Soll ich wieder Gartenkommando mit irgendwelchen Leuten spielen? Das kommt ja sonst nie. Der Kaspros hat auch nicht immer so Lust. Er ist nicht so ein Fan von Garden Warfare. Aber er wird, denke ich mal, auch noch gerne bei dem Special mithelfen. Also auf seinem Kanal dann auch halt auch hochladen. Wir könnten, wie gesagt, ein Special machen, dass wir Garden Kondo auf verrückt spielen. Oder ich kann das auch alleine auf verrückt spielen. Das ist dann zwar schwieriger, aber ist halt nicht so spannend, glaube ich, zum Zuschauen. Also nicht so spaßig. Ich kann auch irgendwie als Special wieder wie bei den 5 Fußsoldaten, die 5 besten Fußsoldaten, kann ich auch wieder so ein Video machen und das dann als Special machen, mir noch ein bisschen mehr Mühe geben. Also was wollt ihr da sehen? Das wollte ich euch fragen. Ich treffe den gerade sehr gut, aber er ist leider dann doch nicht gestorben hier. Mensch, Mensch, Mensch. Und der kriegt hier einen Schadensboost. Aber ich habe ihn gekillt. Die Ziege versteckt sich immer so ein bisschen. Jetzt hat sie mich gekillt. Super. Der Typ ist dritter Platz. Okay. Ich mag diese Kopfbedeckung hier mit dem Feuerwerk. Die ist richtig nice. Aber habe ich ja schon gesagt. Aber ich finde die echt cool. Ich glaube, im Nahkampf kann der bis zu 37 Schaden auf den Kopf machen. Also das ist schon echt viel. Ich habe auch noch 2 Runden aufgenommen mit dem Erbsenagenten. Aber ich weiß es halt immer nicht. Ich bin dann zwar auch Erster geworden, aber die sind dann so kurz. Also wenn die Runde nicht lang wird, würde ich die jetzt auch nicht hochladen. Oder ich schneide dann 3 Runden zusammen, aber ich finde es halt immer doof. Oh, da hat der mich schon wieder weggeholt. Ich finde es halt immer echt doof, wenn man so kurze Runden hat. Deswegen werde ich jetzt auch bei manchen Gärten vielleicht auch mal extra dann nicht verteidigen, auch wenn es eigentlich nicht der Sinn des Spiels ist, aber hat man halt längere Runden und das macht eigentlich einiges mehr Spaß. Den wichtigen kriege ich doch hier kaputt. Wow, ich komme kaputt. Aber was nehmen die hier ein mit den... Die haben viele gute Zombies beschworen. Bitte. Ne, da kriege ich mich. Das kann ich vergessen. Oh, ich habe auch noch bekommen. Krass. Ich habe hier ein bisschen Probleme mit dem Mikro, deswegen wundert euch nicht, wenn das vielleicht ein bisschen unsynchron ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist synchron. Versucht das irgendwie so hinzukriegen. Und der hat jetzt hier direkt 30 Schaden kassiert. Aber irgendwie konnte ich ihn nicht mehr killen. Hä, der war das? Wo hat er sich denn versteckt, ey? Sehr seltsam. Mein Ziel ist einfach nur erster Platz werden, wie immer. Ich habe übrigens Infinite Warfare gekauft. Bei MMORGA für 30 Euro oder so. Oder 39 Euro auf jeden Fall war es halt günstiger. Sonst hätte ich es mir nicht gekauft. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich finde halt, ich bin
sehr anders wie die normalen Menschen, sagen wir es mal so. Ich mag Battlefield 1, ich mag Call of Duty Infinite Warfare und ich mag auch Titanfall total gerne. Also ich finde alles drei richtig geil, alles hat so Vor- und Nachteile, finde ich. Ich bin nicht gegen Zukunft, ich bin sogar eigentlich eher gegen Erster und Zweiter Weltkrieg, aber das ist ja Geschmackssache. Ich finde es cool, wenn auch mal was dann irgendwie Weltall spielt oder so. Ich weiß, dass das einige Leute nicht gut finden, verstehe ich auch. Aber ich finde, da sollte man jedem einfach seine ja, Interessen lassen. Und ich war auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich bin auch froh, dass ich mir geholt habe. Und jetzt bin ich tot. Aber ich denke, die Runde geht ganz gut. Sorry Leute, dass ich immer so oft da drauf gucke. Ich glaube, der erste Platz ist diese Ziege. Hat jetzt auch schon 13 Kills. Ja, hat auch schon 13 Kills und diese kleinen Hüchte, die treffe ich mit dem Erbsagenten jetzt nicht wirklich gut, aber den habe ich jetzt hier easy bekommen. Habe ich den? Nee, der ist nicht gestorben. Wie viel hatte der denn noch? 42? Naja. Mein Team ist jetzt eigentlich nicht so stark, aber das ist gut. Dann haben wir vielleicht eine größte Runde hier. Ich bin für mein Level eigentlich immer relativ gut. Also die Leute, die dann, wenn ich Zweiter bin, Erster sind, sind meistens Level 4.000, 5.000. Und ich bin ja erst Level 700. Oder was ich jetzt bin, ich weiß gar nicht. Dafür läuft es eigentlich schon ganz gut. Ich habe eine durchschnittliche KD von 2 ungefähr im Multiplayer. Bei Call of Duty sieht das da schon anders aus. Da habe ich irgendwie 0, irgendwas. Da läuft es noch nicht so. Ich bin in Garden Warfare auf jeden Fall trainierter und ja, im ersten Teil habe ich glaube ich 500 Stunden oder 600 und jetzt im zweiten Teil auch schon 150 oder so. Aber der zweite Teil, da habe ich so schnell wegen den Karten, die gefallen mir nicht so gut, habe ich ein bisschen schnell die Lust verloren so. Ich finde jetzt richtig geil, dass neue Klassen sind, deswegen bin ich jetzt wieder hochmotiviert, das Spiel zu spielen. Sowas bringt halt Motivation rein. Aber sonst so. Ich hätte gerne Garden Warfare 1 Klassen, Leute. Klassen. Ist klar. Karten. Das wäre geiler. Level 8 bin ich jetzt schon. Ich bin wieder mit dem XP auf 1,25. Das ist so doof. Da habe ich die Ziege weggeholt. Aber wieder. Ne, nicht wieder. So, ich dachte, er hat mich eben schon weggeholt. Dieser komische Vogel da auf dem Kopf, ey. Flamingo oder was das da ist. Meine Güte. Wollt ihr vielleicht. Ja, ich kann euch noch was über den Film erzählen. Das ist jetzt nicht wirklich über den Film, sondern wir haben den ja gedreht. Das war ziemlich cool. Für alle, die es nicht wissen, wir haben einen Film gedreht. Zu wie viel waren wir? Sechst. Und da war noch meine Stiefschwester dabei, die möchte aber nicht so gezeigt werden. Deswegen hat die uns geholfen mit Ton und Film und sonstigem. Aber halt ist nicht vor der Kamera zu sehen. Und ja, der Film, den haben wir eine Woche lang gedreht. Circa 500 Kilometer sind wir für den Film gefahren. Und war sehr viel Arbeit, war anstrengend, aber es war richtig cool und ich denke, der Film wird Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres rauskommen. Wir müssen jetzt erstmal schneiden, wir drei, der Migovision, der Ansgar, mein, ja unser Chef kann man sogar schon fast sagen, also nicht Chef, sondern er hat halt das ganze Film-Equipment mitgenommen und hat sehr viel dazu beigetragen, wie der Film jetzt geworden ist und ich bin auf jeden Fall zufrieden bin zufrieden und ja, ich denke, ihr könnt euch da auf jeden Fall drauf freuen. Er wird ungefähr anderthalb Stunden dauern, vielleicht ein bisschen weniger. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt werde ich hier von dem Mechaniker hier auseinandergenommen. Oh, der hat 29 Kills, ich habe 20. Ich will mehr Kills als der kriegen, aber ich glaube, der ist einfach mit seiner blöden Ziege, also ich finde es ja richtig nice, einfach zu gut. Da kann ich auch mit meinem Erbsenagenten nicht mithalten. Und mein Rekord mit dem Erbsenagenten war, glaube ich, 98 Kills oder so. Das funktioniert bei der Map hier aber nicht so gut.
Vor allem mit so einem Team, wenn immer schnell eingenommen wird, kann ich das leider nicht erreichen jetzt. Meine höchste Abschlussserie ist 46 oder 72. Also es ist ein riesiger Unterschied jetzt. Ich gucke auf jeden Fall irgendwann nochmal nach. Auf jeden Fall ist die schon etwas her. Da muss jetzt nochmal eine neue Rekordserie her, aber es ist jetzt schon so spät, das zu packen. Es kommt jetzt bald auch eine neue Fähigkeit raus für den Super Brains, und zwar dieser zielsuchende Ball. Oder ist er schon raus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er sehr langsam, macht 125 Schaden und ist richtig nice. Der kostet 500.000 Coins. Ich weiß noch nicht, wo man den kaufen kann. Den werde ich mir sicherlich irgendwann mal holen. Aber im Moment möchte ich das letzte Teil für den Computerwissenschaftler bekommen. Den habe ich ja irgendwo nicht. Ich habe jetzt als letzten zwei Teile, ja, für den Disco-Schnapper zwei Teile. Aber wie gesagt, einen Schnapper spiele ich ja nicht so oft. Und großartige Serien machen wir mit dem Schnapper jetzt auch nicht, deswegen, hat das nicht so gut funktioniert. Boah, ich will den Gift Brains haben, der ist so cool. Oh ja, das hat, glaube ich, funktioniert. Wie geil. Jemand hat den eingeschleimt und ich habe dann richtig nice mit der Chili-Bohnen-Bombe. Das ist doch nice. Da ist er wieder. Die Ziege. Na, ich weiß nicht. Fokussiere ich die Ziege, Leute? Also ich gehe mehr auf die Ziege als auf andere Leute, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie hier fokussiere. Oh, ich habe aufgeholt mit den Kills. Weil ich mache immer gerne so ein Kill-Duell mit dem anderen ersten Platz oder wenn ich halt zweiter bin mit dem anderen zweiten Platz. Ist eigentlich ganz lustig. Ich werde dem auch nachher eine Freundschaftsanfrage stellen. Also ich würde euch raten, den Erbsenagenten, wie ich jetzt hier, nicht hauptsächlich im Fernkampf zu benutzen. Also man kann so ein bisschen auf Distanz gehen, aber snipen geht ja nicht gut. Man muss ja wirklich den Kopf treffen, wie ich hier gerade. Und man muss ja auch wirklich ein bisschen üben. Also wenn man da nicht den Kopf trifft, macht man ja nur die Hälfte Schaden. Und dann ist der auch gar nicht mal gut. Also Leute, wenn ihr ein bisschen zielsicher seid, könnt ihr ein bisschen weiter weg. Aber wenn ihr erstmal unsicher seid, geht nah dran, schießt auf den Kopf, macht ihr richtig viel Damage. Auch wenn er nur 100 Leben hat, sollte man mit ihm nicht unbedingt die ganze Zeit total weit weg sein. Auch wenn es jetzt hier ein Agent ist. Ich denke mal, der bei einem Agent, der geht jetzt nicht so voll drauf. Aber es bringt schon viel, wenn man mit dem im Nahkampf ist. Eine Gifterbse kann man auch irgendwo hinten stehen und man trifft trotzdem, aber da braucht man schon ein bisschen mehr Skill, aber da kann man echt erfolgreich sein. Noch eine. Nein. Ich treffe gar nichts. Ist klar. Aber er hat mich gekillt, aber der andere hat eh gemeinsamen Abschluss bekommen, deswegen ist mir das jetzt hier auch egal. Welche Map findet ihr denn so am besten? Also von allen. Jetzt Team Deathmatch Maps und Revierbanner Maps. Ich habe so meine Favoriten, und zwar die von Garden Warfare 1, die Map. Delfin Center, nee, Aqua Center heißt die, genau. Mit dem Delfin. Und hier finde ich am besten den Zeitreisen-Freizeitpark und diese Map, denn die Maps von Revierübernahme, Krautangriff sind mir zu dunkel und zu trüb, und ja, ich habe es lieber grün und wie in Garden Warfare 1 so ein bisschen. Das finde ich doof, dass die nicht die Maps von Garden Warfare 1 auch in Garden Warfare 2 übertragen haben. Oder halt irgendwie neue so gebaut haben. Da sollte auf jeden Fall noch mehr kommen. Ach du Scheiße, Leute, jetzt ist mir das Mikro umgefallen. Sorry. Vielleicht habe ich es doch rausgeschnitten, ich weiß es nicht. Oh, 3-6. Das wird jetzt hier ernst. Ich habe mir aber irgendwie ein bisschen. Am Hals habe ich es heute irgendwie gesehen. Ich will hier irgendwie noch eine geile Serie reißen, aber bei dem Absagent ist das mit der Serie, wenn man keine Heilblume hat, dauernd ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, im Nahkampf macht man den extremen Damage. Im Fernkampf macht man ihn auch, wenn man auf den Kopf zielt, 20 Schaden, ist okay. Aber so großartige Serien ist halt echt nicht so einfach wie jetzt mit einer Gifterbse, Feuererbse oder so, finde ich. Trotzdem kann man viele Kills holen und der killt mich jetzt nicht, ey. Ist das denn, ey? Der Wicht ist eigentlich auch ganz gut. Also der spielt ziemlich gut mit seinem Standardwichter.
Ich hoffe, ich werde jetzt hier auch mal irgendwie ein bisschen hochgeheilt. Aber es passiert irgendwie nicht. Ah, jetzt. Also ich meine, ist ja klar, dass ich nicht geheilt werde, wenn ich volles Leben habe, aber... wäre schon nice. Da ist mein Freund da. Ich kenne den einfach nicht. Er hat, glaube ich, die Elektroerbse. Mit der habe ich noch gar nicht viel gezockt. Ich finde die irgendwie... also vor dem Patch hätte ich gar nicht mit der gespielt, weil die einfach scheiße war. Ich habe mich richtig auf die gefreut, aber dieses Explodieren ist einfach... nee. Nicht cool. Aber ich finde, ich treffe jetzt hier in dieser Runde auch wieder ganz gut den Kopf. Das läuft eigentlich. Man kann sich jetzt auch neue Kartoffelminen im Shop kaufen, Leute. Für... 500.000, ich weiß es nicht. Ist aber nur Deko. Also die haben nur so einen Dia-Rand an der Seite und explodieren mit Feuerwerk irgendwie. Finde ich ein bisschen unnötig. Würde ich mir jetzt nicht holen. Generell Dekoration, das ist so ein Kritikpunkt bei Garden Warfare 2 bei mir einfach auch. Es gibt viel zu viel Deko. Gold, Silber, Bronze, Edelstein. Ey, das ist so scheiße. Hätte ich lieber mehr legendäre Spielcharaktere als legendäre Anpassungen oder so auch. Ich reg mich immer richtig auf. Letztens habe ich mir so gedacht, okay, zieh ich mal Blindenpack. Ich habe jetzt bestimmt das Teil von Computerwissenschaftler und was war's. Ich höre diesen legendären Sound, freue mich richtig. Und dann ist das so eine Scheißanpassung für die Sonnenblume, ey. Boah. Ich denke mir natürlich jetzt auch, ich benutze die jetzt auch, aber das ist halt irgendwie ärgerlich. Für den Wissenschaftler habe ich die legendäre Anpassung auch. Und ja, dieser Würfel da. Ich habe jetzt mal ein bisschen Münzen auch in Topfpflanzen investiert, weil ich da echt gar nichts mehr hatte. Und da werde ich weggeboxt. Also ich finde ja die Klasse nicht schlecht. Ich habe die jetzt auch. Aber ich verstehe wirklich nicht, wie die Entwickler so doof sein können und denen am Anfang dem 175 Leben zu geben. Der ist ja wirklich jetzt noch zu schlecht. Und dem 175 Leben zu geben ist einfach total dumm, meiner Meinung nach. Generell hätte ich, glaube ich, einige Updates besser hingekriegt als die Entwickler. Weil mit der Rose haben sie irgendwie nie richtig hinbekommen. Jetzt finde ich sie okay. Ja, am Anfang war sie zu schwach, dann zu stark, dann wieder zu schwach. Jetzt ist sie okay. Naja. Also da ist wieder so lange brauchen, um die Klassen irgendwie zu balancen. Ein bisschen fragwürdig. Die Wissenschaftler haben sie meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Jetzt. Obwohl ich den Chemiker schon früher einiges geiler fand. Ich meine, er war ein bisschen OP. Jetzt ist er mir ein bisschen zu wenig stark, weil er wirklich ja nur richtig nah dran sein darf. Da finde ich, hätten sie den Schaden nicht so runternehmen dürfen. Und beim, zum Beispiel beim Meeresbiologen haben sie ja den Schaden runtergenommen. Und die Munition. Ich finde, sie könnten sich da auf eins spezialisieren. Dass sie dann direkt beides schwach machen. Ich meine, jetzt ist er vielleicht nicht mehr zu stark. Vielleicht ist er jetzt auch gut, aber man hat einfach keinen Bock mehr drauf. Wenn man weiß, boah, der ist jetzt so viel schlechter als vorher. Weiß ich nicht. Also ich würde erstmal versuchen, ein bisschen schlechter machen und dann gucken, wie läuft's. Und nicht wie die direkt, bam, von der besten zur schlechtesten Klasse so ungefähr. Ja. So, mal gucken, ob ich noch Level 10 in dieser Aufnahme werde. Kann gut sein. Ja. Nee, kann ich jetzt wieder von diesem Tempo-Upgrade habe ich bekommen, aber bin jetzt auch tot. Habe ich den noch gekillt? Ich glaube schon. Aber es steht 3-5, ja, dieser Wicht. Der nimmt mich ganz schön hier auseinander. Tempo-Upgrade. Ja, das kann ich gegen das austauschen, dann mache ich hier Regeneration rein. Erbsenagent. Ich weiß nicht, warum ich den so wenig gespielt habe. Der ist ja erst auf Spezialist. Ich denke, ich werde ihn jetzt bald auf Super Elite und dann auch auf Meister bringen. Weil er schon Bock macht, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der von Garden Warfare 1 auf 2 irgendwie verändert worden ist. Wirkt für mich jetzt sehr ähnlich. Aber ich finde es wirklich super, dass sie das Leben, ist ja auch schon gerade nur für 1 passiert, auf 100 runtergesetzt haben. Das ist sehr sinnvoll.
Das 125 ist auf jeden Fall zu stark, meiner Meinung nach. Haben sie gut hinbekommen, den Erbsergeld. Den Revolver, 5 Munition ist ein bisschen wenig. Hätte ich jetzt 7 genommen oder so. Also, ich glaube, der Kater am Ende mehr Munition, aber. Nee, hat er überhaupt nicht, glaube ich. Ich weiß nicht. Also ich finde gut, dass sie das Finale hier schlechter gemacht haben, weil so zum Beispiel jetzt gerade haben wir 2 Punkte gehalten und die Gegner ein. Früher wäre es so gewesen, die hätten einfach gewonnen, obwohl die darauf nur einen Punkt haben. Jetzt ist es so, man braucht, jetzt habe ich brauchen irgendwie im Schnitt halt wirklich 1,5. Die müssen wirklich genauso gut wie die Pflanzen am Start sein hier, um zu gewinnen. Das finde ich ziemlich gut und gerade sind wir besser und werden wahrscheinlich auch gewinnen, wenn es so weitergeht. Ich cutte in dieser Folge absichtlich nicht, weil ich irgendwie viel zu erzählen habe, glaube ich, und die Runde ja auch ganz spannend ist, würde ich mal meinen. Jetzt haben die Zombies ja mal alles eingenommen, was sehr schön ist. Aber ich finde auch zu viele Cuts waren dann kaputt. Zum Beispiel jetzt wie bei den 5 Fußsoldaten. Da braucht man viele Cuts, um einfach zu zeigen, was kann welche Klasse, ein paar Kills zeigen. Dann ist das nice. Aber so würde ich jetzt mal sagen, ist das so schöner, wenn man einfach ein bisschen redet. Wenn ihr jetzt immer noch dran seid, dann könnt ihr irgendwas in die Kommentare schreiben. Schreibt mir einfach, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Oder fragt irgendwas, schreibt irgendwas zum Video, das freut mich immer wirklich sehr. Ich habe hier auch im Moment so einen Zuschauer, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der kommentiert im Moment sehr nett, das freut mich auf jeden Fall. Du kannst dich da auf jeden Fall angesprochen fühlen und ja. 7 Schaden auf so einen doofen Mech ist halt echt scheiße. Wie viel Leben hat der? Weiß ich nicht. Viel. Da habe ich wieder den Kalito Banito, wahrscheinlich irgendwie in die Portugiese, Spanier oder so. Mit der MG habe ich gerade 3 Leute auseinandergenommen, sehr schön. Und da, diese Explosion sah so geil aus. Die Explosion sah so geil aus. Meine Güte. Serie kommt noch eine 10er Weg ins 9er und komm, 10er schaffe ich doch noch easy hier. Ja, 10er Serie, auch wenn es halt nicht steht. Ich habe ihn gekillt mit einer 10er Abschussserie, sehr nice. So, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Die letzten 42 Sekunden, so 54 Kills. Oh Leute, ja. Es ist passiert, am Ende hat er nicht mehr aufgenommen, aber ihr denkt, ja, ich habe mit 65 Kills am Ende gewonnen. Ne, 55, der andere hatte 65 bei den Gegnern, aber in meinem Team war ich Erster und die Ziegewalt auch Erster. Habe ich jetzt nicht mehr aufgenommen, aber war eine geile Runde, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt, wie gesagt, mir wegen dem Special, was ihr da sehen wollt und generell zum Video gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und ciao.